Vorbildlich. Und ich werde dazu ein bisschen was erzählen, wie Wakeboard funktioniert, ab wann man so machen kann, wo man es machen kann und wie der Hase läuft. Ich sage es einmal vorsichtshalber, ich weiß, die Schilder sind hier so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Die Jungs haben hier eine mobile Wakeboard-Anlage aufgebaut, eine Sesitec System hier nur für die Interboot. Und ist für sie auch mietbar und käuflich erwerbbar. Also wenn Sie jetzt sagen, hey, das ist eine coole Idee, so eine Wakeboard-Anlage irgendwo ins Freibad stellen vielleicht oder auf den See im Ort, das ist alles durchaus möglich, um mit der Jugend im Ort vielleicht mal was Gutes zu tun oder. Oder als Chef den Kollegen, den Mitarbeitern mal den Wandertag der besonderen Art zu bieten. Funktioniert mit dieser Wakeboard-Anlage. Sie zu mieten kostet so. Kommen die Jungs aber mit, bauen die auf und stellen alles und sind da und sind mit vor Ort, insofern da kommt dann nicht mehr viel dazu. Wenn Sie jetzt sagen, was ja durchaus vorstellbar ist, oh, weißt du, so 10.000 Euro für so ein Wochenende, für so eine Anlage, da habe ich jetzt gerade nicht übrig. Sie können Wakeboard natürlich einfach mal ausprobieren. Heute Abend 17 Uhr hier noch am Messensee. 16.30 Uhr haben die Jungs ihre letzte Präsentation, also das, was sie jetzt sehen. Und ab 17 Uhr dürfen sie hier nochmal, wenn sie mögen. Also einzige Voraussetzung ist, sie bringen Badesachen mit. Badehose, Badeanzug, Bikini, was auch immer ihnen am besten steht. Und dann werden die Jungs sie hier aufs Brett stellen und ihnen erklären, wie der Hahn läuft. Das geht also. Oder sie planen etwas langfristiger, weil sie vielleicht sagen zu lassen. Sie kriegen das komplette Equipment vor Ort ausgeliehen für ein paar Euro. Und dann geht's los.
hauptsächlich Jungs. Aber A, es dürfen natürlich auch Mädchen, das ist ja völlig klar. B, es ist in jedem Alter möglich. Das heißt, wenn wir jetzt ein 6-jähriges Kind an der Hand haben, das klingelt und sagt, Mama, das möchte ich auch mal. Geht, kein Problem, Hauptsache das Seepferdchen ist gemacht und das Kind kann schwimmen. Und wenn Sie selber möchten oder vielleicht Oma und Opa oder die Schwiegermutter dabei haben, die man möchte, geht alles. Wir stellen Sie alle aufs Brett hier, Hauptsache Sie können schwimmen und haben alle Gewinne bei dann. Ist der Bolle wieder am Start. Sie sehen das hinter der Rampe, die er gerade genommen hat. Dahinter liegen ein paar Strohballen. Ja! Ups. So, schauen wir mal kurz an, was Wolle, ja, was Wolle eigentlich so anhat. Also, interessant zu sehen. Das heißt, wenn wir uns stürzen, und schwimmen müssen zur Anlage zurück. Und dann gibt es noch eine schicke Shorts dazu. Genau, nur ganz in die Sitze. Ja, das ist fürs Image. Also da gibt es eine feste Verbindung. Deswegen funktioniert das Schwimmen dann eben auch nicht so gut. Nur auf ein Brett und dann geht's los. Da gibt es also keine Verbindung, das Ganze ist nur ein Skateboard. Dass die Hinterdeffekte beim ersten Mal klappen, das kann ich Ihnen nicht versprechen, aber so schwitzen wir auf jeden Fall hin. Heute Nachmittag ab 17 Uhr melden Sie sich einfach hier bei den Jungs. Die zeigen Ihnen, wie es funktioniert. Und der Tobi hier einmal kurz auf den Helm geklopft, dass Sie das gesehen haben. Das heißt nicht, ich habe Kopfweh oder du spitzt. Sondern das heißt, ich möchte nächste Runde nach Hause. Das heißt, diese Runde fehlt er noch und dann kommt er heim hier zur Homebase und wir sind durch für diese Präsentation. Oder er springt vorher ab und schwimmt dann.